Black Ops 4 ist wie eine Packung Celebrations. Da gibt's meine Lieblinge, von manchem hätte ich gern noch mehr als Deutsch und sogar die schlechteste Sache im Paket sind immer noch ziemlich gut. Also, nichts zum Wegwerfen. Blobs, ich nenne es jetzt einfach mal so, ist eine echt geschmackige Spielesammlung. Diesmal ohne richtige Kampagne, aber dafür gibt's Ersatz. Halt, sowas in der Art. Schauen wir mal kurz durch, was haben wir da? Also abgesehen vom Üblichen, vor allem eins. Der Überfall. Sowas wie Payday trifft Counter-Strike. Schnelle Matches, wo man Beute holen und sie zum Abholpunkt bringen muss. Das Equipment kauft man von Runde zu Runde. Sehr fein, ja, ein kurzer Spaß. Das kommt mehr sie. Das Specialist HQ ist der Ersatz für die Kampagne. Eigentlich nur ein Tutorial mit einer kleinen Story. Und das für jede Kämpferklasse. Das Wort Story verwende ich jetzt mal extrem großzügig. Kein Vergleich mit einem richtigen Singleplayer-Modus, aber gut genug. Die Klasse haben jetzt übrigens gleich zwei Fähigkeiten und die sind ganz cool. Außer die vom Nomad. Der hat einen Hund und das ist nicht okay. Warum? Wenn er die biest, dann hast du ausgeschissen. Fairerweise ist er schwer zum Treffen und kann extra viel einstecken. Aber auch wenn du einen Klang kriegst, fühlt sich's irgendwie falsch an. You are the worst. The worst. Zombies. Eh klar. Der Klassiker darf nicht fehlen. Zu viert im Koop schießt man sich durch eine von mindestens drei Showbühnen. Die Titanic, eine römische Gladiatorenarena oder Alcatraz. Wenn man nicht gerade Zombies demontiert, sucht man sich Zauberelixiere für den Kampf aus, pimpt sich eine Waffe oder löst Mini-Rätsel. Und wer Chorfreunde hat, kann jetzt auch Bots mitnehmen. Gefragt, die Zombie-Episode sind eins von den zwei größten Highlights vom neuen Blobs. Der Star ist aber ganz klar Blackout. Battle Royale muss man heute hören, das ist für Games der neue Hipster-Dude. 100 landen, suchen sich Equipment zusammen und kämpfen so lang auf einem Schrumpfplatz, bis nur noch einer steht. Oder eine Gruppe. Somebody please get this man a gun. Die Call of Duty-Version bringt zum abgenutzten Prinzip eine schöne eigene Note hin. Es ist ein kleines mehr PUBG als Fortnite, aber kompakt, flott und irgendwie direkter. Halt echt COD. Klar, wenn man es mit einem ultraschnellen Teamkampf vergleicht, dann schlafen dann bei Blackout die für sie. Aber für Battle Royale ist es schon ein sauberer Sprung. Vor allem beim Gunplay und der Bewegung. Das Schießen fühlt sich um Jahr besser als bei der Konkurrenz. Flüssig, Kletterer, Rutscher und durchs Fensterhupfer hat man bei COD praktisch erfunden. Wer hat's erfunden? Heilen tut's jetzt nimmer automatisch. Da muss man die Waffe weglegen und sich einen Schuss setzen. Blöd, wenn die genau deinen Lauf anlacht. Gut, der Battle Royale Platz ist jetzt nicht zu groß. Aber du merkst schon mal, dass man am Original treu bleiben will. Da tauchen mal Zombies auf, du erkennst Map-Teile aus anderen CODs wieder und Hubschrauber darf man jetzt aufliegen. Da machen wir jetzt vielleicht keine Freunde, aber Blackout ist aktuell das beste Battle Royale Spiel überhaupt. Okay, believe me. Believe me. Believe me, folks. Believe me. Believe me. Believe me. Believe me. Kurz gesagt, als Multiplayer, und ich würde sagen, das sind 99% der COD-Fans, kommst du nicht am vierten Blobs vorbei. Oh, ohne Singleplayer-Kampagne. Da steckt so viel drin. Viel Gutes, noch mehr Großartiges. Und das von mir als alter Battlefielder. Merci fürs Zuschauen, massiert sich auf Vorarlberg Online.